Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Runde der legendären und sehr schweren Reprise de Lyonnaise-Kampagne der Bretonen. Wie immer bedanke ich mich für jedes eurer Kommentare und alle, die an der Abstimmung der Kampagne teilgenommen haben. Hier ist das Ergebnis. Ihr habt ziemlich eindeutig für die Kampagne Reprise der Bretonen und die Desaster-Kampagne mit dem Imperium gestimmt. Im Gegensatz dazu ist die Snitch-Kampagne, die Manus-Kampagne und die Markus-Wohlfahrt-Kampagne doch deutlich abgefallen. Und es liegt möglicherweise daran, dass ich die Abstimmung hier in einem Bretonen-Video gemacht habe. Aber eigentlich war Abstimmung ganz groß drauf geschrieben. Insofern bin ich recht zuversichtlich, dass alle, die abstimmen wollten, abgestimmt haben. Und wer was dagegen haben sollte, ja, hätte lieber abstimmen sollen in diesem Video. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Die Skaven-Kampagne, die hat sich schon relativ zügig darauf ausgemacht. Also da würde ich schon vermuten, dass sie sehr, sehr schnell recht langweilig werden würde, da man unbesiegbare Armeen aus Schattenläufern machen kann. Diese Breton-Kampagne scheint wenigstens für den Anfang noch deutlich interessant. Auch Markus Wohlfahrt, da sind wir eigentlich mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem uns nicht so wirklich mehr was kaputt machen kann. Im Gegensatz zu diesem Zug hier, in dieser Schlacht, sieht alles deutlich kniffliger aus. Unser Gegner hat Elite Skelettkrieger, 23 Nahkampfangriff, 27 Abwehr. Da können wir zwar mithalten, aber die sind leider doch schon viel besser, als ich das mir wünschen würde. Vor allem die Nekrassischen Krieger können Probleme bereiten und die Gruftwache. Gewichtigen und geschwierigen Regimenter sind zweimal Gruftwache hier. Und die Generäle, er hat wenigstens keine Magie, ich habe leider auch keine Magie. Und die Bogenschützen, die können echt wehtun. Wir haben sehr wenige Nahkampfeinheiten, um seinen ganzen Nahkampfhaufen aufzuhalten. Ich hoffe, wir können ihn irgendwo in einen Blobhaufen zwingen. Wenigstens haben wir den Segen der Herren auf allen Einheiten. Was macht er eigentlich nochmal? Plus 20% physische... Oh, das ist natürlich sehr stark. Schon wieder ganz... Nee, was? Ach, nee. Die haben 5% normal und nochmal extra plus 20%. Das ist natürlich gut. Das würde uns extrem helfen. Aber es wird wahrscheinlich kein einfacher Kampf. The Lady Geysers! The Lady Geysers! Ach, wundervoll, meine hochverehrten Zuschauer. Das heißt, für die nächsten Kampagnen wird die Reprise-Kampagne und die Desaster-Breton-Kampagne, die Desaster-Imperiums-Kampagne weitergehen. Und schreibt aber gerne weiter in die Kommentare. Vielleicht machen wir doch noch ein anderes weiter. Übrigens, falls ihr den Kanal unterstützen wollt, liked das Video, hinterlasst Kommentare und schaut mal bei dem Moga-Shop in der Videobeschreibung unten vorbei. So, es steht Moga-Exploding-Hamster. Wenn ihr dort was kauft, kriege ich dafür ein bisschen Provision und es unterstützt den Kanal, also mich. Hier gibt es auch die ganzen DLCs. Hunter and the Beast mit Markus Wohlfahrt für 7,50 €. Das ist echt was, das man machen kann. Curse of the Vampire Coast für 11,50 €. Und wenn wir dann mit so einem Ding 2-3 Stunden Spaß hat, denke ich, hat sich meiner Meinung nach schon gelohnt. Und bei dem Laden hatte ich bisher immer gute, ja, hat immer alles gut funktioniert. So, aber genug davon, meine hochverehrten Zuschauer. Wir springen in die Kampagne. Ich mache eure Kommentare hier beim Fenster rechts auf, damit ich darauf eingehen kann. Und wo wollen wir uns aufstellen? Diesmal müssen wir uns eher überlegen, weil die Schlacht wird ein bisschen schwieriger. Ich kann den Gegner leider nicht sehen. Seine Verstärkung kommt von hinten. Mit etwas Glück kann ich ihn in den Angriff locken, bevor... Also dieser Hügel gefällt mir nur so mäßig. Der Hügel hier ist eindeutig besser, da der Gegner einen richtig steilen Hügel, den er hochklettern muss. Da würde ich also schon lieber hingehen. Probieren wir das. Probieren wir das. Wir werden hier jeden Vorteil nutzen, der uns zur Verfügung steht. So, wie stellen wir uns auf? Es kommen Knappen in die Frontlinie und unsere Speerknechte kommen in die zweite Linie. So, die lassen wir dann hier nach links nach vorne laufen, in die Verteidigungsposition. Bogenschützen auch Wachmodus, das ist gut, beziehungsweise ich stelle sie direkt hier ein bisschen weiter vorne auf, dann müssen sie nicht so lange laufen. Ich glaube, das ist sowieso viel besser. Und wir haben zwei Regimente, die können wir in Reserve halten. Landsknechte und Landsknechte mit Stangenwaffen. Ach, können wir jetzt unsere Angriffsformation planen? Angriffsformation sind unsere fahrenden Ritter
und auf der anderen Seite Ritter des Königs und Questritter. Repence und Henry Le Massif werden zusammen mit Questrittern und Henry Le Massif in die Schlacht ziehen. Und zwar so. Und die fahrenden Ritter, die bleiben separat davon. Als weiteres Regiment, um den Gegner zu stören. So, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Okay, Feuer wird bereits eröffnet. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Aber glücklicherweise beschießen wir den Gegner sofort. Ah Mann, der hat wirklich viele, viele, viele Einheiten, unser Gegner. Ich hoffe nur, er lässt sich zu einem vorzeitigen Angriff bewegen. Sind irgendwo die Gruftwachen? Wo sind die Gruftwachen? Skelett, 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 Skelett. Irgendwie will er nicht angreifen, so wie es aussieht. Das ist ein bisschen schade. Hier schießen wir auf diese Skelettbogenschützen. Außerdem aktivieren wir wieder die Beschusskurven. Das sieht ganz gut aus. Wenn wir seine Bogenschützen ausschalten, hätten wir schon viel gewonnen. Aber er zieht sich leider zurück. Ah, wir kommen nicht durch. Wir kommen nicht durch, es ergibt keinen Sinn. Das können wir nicht machen. Okay, unser Gegner wartet leider auf seine Verstärkung. Wir können zwar ein bisschen auf ihn schießen, aber es ist nicht so schön, wie ich mir das erhofft hätte. Können wir nichts machen. Wenigstens können wir hier im Hintergrund ein bisschen unterstützen gegen die Gruftgeier, die jetzt gerade angreifen. Ihr haut ab. Ihr unterstützt hier, ihr haltet sie fest. Los geht's. Dann sind die schon mal kaputt. Und eigentlich können unsere fahrenden Ritter schon mal um die Gegner herumfahren, um sie auszuschalten. So richtig treffen wir die nicht. Es sind auch irgendwo Gruft... Ach, der läuft halt irgendwie ganz komisch rum. Also die ersten Gruftgeier sind vernichtet, das ist gut. Ich hoffe, die kriegen wir kaputt. Also das sind Todesgeier, keine Gruftgeier. Schön, 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 schön. Okay, die ersten sind weg. Und eine ganze Menge gegnerischer, genau, eigentlich muss ich mit diesen ganzen fahrenden Rittern, die dürfen hinten um den Gegner rum ausweichen. Hier machen wir mal ein bisschen mehr Defensivformation. Die Bogenschützen müssen auf jeden Fall am Leben bleiben. Der Gegner ist so ein bisschen, oder kommen die negrassischen Krieger. Mit etwas Glück können wir ein Regiment Skelett Speerträger mit einem guten Ansturm vernichten. Die haben 36 Nahkampfabwehr aus dem Bonus gegen Groß. Wir ziehen die Armee auf jeden Fall auseinander. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. So, damit haben wir sie jetzt auch von hinten bedroht. Das ist sehr, sehr gut, sehr wichtig. Ihr seht hier, wir bewegen uns hier an der Seite überall durch die gegnerische Armee durch. Da ist ein Gruftwachenregiment. Dem wollen wir nicht anheimfallen. So, okay, und wir sind durchgebrochen mit unserer Kavallerie, ohne zu kämpfen. Das ist sehr wichtig. Bogenschützen sind auch nicht da, um ihm zu helfen. So, und ihr weicht hier bitte aus, ihr weicht hier bitte aus. Wir sind durch. Sehr gut. Sehr gut, aber wir müssen weiter aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall weiter aufpassen auf unsere Kavallerie. Oh nein, er fängt an zu schießen. Wir feuern bitte auf dieses Skelettbogenschützen. Nee, es wird nichts. Okay, die Kavallerie ist durchgebrochen. Ideal. Jetzt können wir uns hier die Skelettbogenschützen schnappen. Und jetzt müssen wir hinten durchbrechen durch seine Einheiten. Questritter. Geht's auch gut. Nun sollten wir jetzt angreifen. Los geht's, los geht's, los geht's. Los geht's. Bogenschützen, eröffnet das Feuer.
Und ihr vernichtet alles, was der Gegner hier zu bieten hat. Ihr lenkt den Gegner weiter ab. Bogenschützen schießt auf den herkrassischen Krieger hier. Und ihr stürzt euch auf die gegnerische Infanterie, die gerade vorrückt. Gut. Jetzt brauchen wir die Kavallerieunterstützung. Schnell, schnell, schnell. Ritter des Königs, ab in die Nähe Kastischen Krieger, bitte. Questritter hier rein. Das war ein schöner Angriff der Kavallerie hier in den Rücken unserer Gegner. Der hat reingehauen. Und die Kavallerie darf wieder zurück. Für den nächsten Ansturm, bitte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die ersten Regimenter sind ausgeschaltet. Wie sieht's mit unseren nächsten fahrenden Rittern aus? Ganz okay. Nächster Ansturm. Bitte jetzt flankieren und angreifen. Bogenschützen schießt irgendwo anders drauf. Und weiter, weiter in den nächsten, Einheiten. Weiter, 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 weiter. Rein, 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 rein. Was war das denn für ein Angriff? Das war absolut erbärmlich. Das war überhaupt kein Angriff, das war nix. Toll, jetzt kommt die gegnerische Unterstützung. Explodieren! Unsere Questritter lassen machen gar nichts und lassen sich einfach nur töten. Das ist extrem schlecht. Okay, ihr haut bitte ab. Ihr haut wieder ab. Ihr wart lang genug im Kampf. Zieht euch zurück. Wir brauchen wirklich mal eine Heilung. Okay. Die erste Linie ist zurückgeschlagen. Oh, da ist der gegnerische General. Nächster Angriff. In die gegnerische Linie rein. Komm schon, tötet den gegnerischen General, schnell. Gut, guter Angriff. Guter Angriff. Weitere Unterstützung ist da. Kommt, 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 kommt. Kommt, kommt, kommt. Wo ist unser nächstes Ziel? Hat er irgendwo Gruftwachen? Skelettkrieger, Skelettkrieger. Skelett, 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 Skelett. Hier sind ein paar Gruftwachen. Dann machen wir die. Okay, die Kavallerie hat sich gut geschlagen. Bevor hier ein Sandwich gemacht wird, hauen wir ab. Bogenschützen. Schießt in den Haufen rein. Schießt einfach in den Haufen rein. Okay, weitere Angriffe müssen jetzt durchgeführt werden. Fahne Ritter haut ab. Fahne Ritter haut ab. Hier gibt es einen sehr guten Haufen Gegner, die unbedingt vernichtet werden wollen. Es könnte reichen, um sie zu zerstören, aber wir können nicht durchbrechen. Ja, okay, und sie brechen jeden Moment zusammen. Sie brechen jeden Moment. Wo sind unsere Questing Knights? Hier. Enemy massiv kämpft gut. Kavallerie hält. Kavallerie hält. Speerknechte können sich zurückziehen. Die halten sowieso nicht mehr lange durch. Enemy massiv hält praktisch die gegnerische Formation ganz alleine auf. Oh Gott, hier habe ich ein Regiment vergessen, das war schlecht. Zeit für mehr Sturmangriffe hier auf der einen Flanke. Ist sowieso schon relativ schwach. Okay, Questing Knights. Der gegnerische General lebt noch, leider.
Angriff in die Nähe kraschen Krieger von zwei Seiten. Henry Massiv, lebt noch. Die Bogenschützen haben keine Munition mehr, genauso wie unsere Artillerie. Gut, das war ein schöner Angriff in die Nähe klassischen Reiter. Wir greifen einmal die Skelett-Speerträger an. Das hat sie fast vollkommen vernichtet. Ideal. Und abhauen, sieht es fallen. Sehr gut. Und weg. So will ich das sehen. Jetzt machen wir das gleich nochmal mit den Skelettkriegern. Und ab in die Skelettkrieger. Genau das will ich sehen. Ritter des Königs, denen geht's nicht so gut. Henry Massiv, Le Massiv schlägt sich aber ausgezeichnet. Okay, diesen Futsch. Jetzt machen wir den zerstörerischen Angriff hier in den Rücken der rechten Flanke der Gegner. Dann müssten wir sie eigentlich vernichten damit. Questritter hier, da rein. Und die greift von hier an. Repons. Macht einen Buff. Wundervoll. Okay, der erste feindliche Kommandant ist tot. Henry Le Massif hält zum Glück die gesamte gegnerische Armee alleine auf. Irgendjemand flieht. Und zurück. Nächsten Angriff. Nächster Angriff. Okay, das sieht gerade ganz gut aus. Angriff in die Skelett-Speerträger bitte. Und hier auch noch rein, den gegnerischen General auch vernichten bitte, wenn es geht. Réponse de Lyonnais, Mann! Die hat alles vernichtet, jeden gegnerischen General zerlegt, sie gnadenlos. So stelle ich mir das vor. Und Ansturm, ihr Bauern, Ansturm! Oh nein, die ersten fahrenden Ritter fliehen. Ihr haut besser ab. Oh nein, das ist noch ein Regiment Gruftwache. Okay, Réponse hier rein. Rein, in den Schutz der physischen Resistenz. Oh nein, der Sieg ist nah. Immerhin. Oh, okay, der Gegner flieht. Gute Arbeit. Henry Le Massif mit 150 Kills, Réponse mit 153, Kavallerie mit 230, 200, 180, 170, 180. Astrein, meine hochverehrten Zuschauer. Das hat gut funktioniert. König Haktor und König Berecht wurden ausgeschaltet von heldenhaften Bauern. Und die meisten, alle Regimenter sind noch am Leben, auch wenn sie schwere Verluste erlitten haben. Also Pyrrhus finde ich den Sieg gar nicht, bei 4100 gegen 659. Oh, was ist das für eine Banner des Schutzes? Das hört sich gar nicht schlecht an. Geschossresistenz, ja okay. Ah, Ritterlichkeit. My will is unmatched. Das war eine ausgezeichnete Runde. Und danke an alle Kommentare natürlich. Perfekt, unperfekt. Freut sich über die Bretonen. Doppelte Doppelbalken. Freut sich über Buchreviews. Da muss ich fast mal eines lesen. Das letzte, was ich gelesen habe, war von Joe Haldeman. Camouflage. Das ist tatsächlich ein Buch, was ich schon einmal gelesen habe in der Vergangenheit. Hat mir sehr... Oh nein, Tiermenschen. Schande. Und wir sind gerade nicht da. Zum Glück haben wir eine Sekundärarmee. Habe ich Lust, die neue Medieval 12 Mod für Attila auszuprobieren? Fragt Mr. M. Die Antwort lautet eher nicht.
eher nicht. Was brauchen wir als nächstes? Unsere Ritter sind bald richtig elitär, unsere Bogenschützen ebenfalls. Tugend der Barmherzigkeit, die Heldin des Volkes, oh ja, die Heldin des Volkes ist auf jeden Fall das, was wir haben wollen. So, der schwarze Turm des Arkan steht vor uns. Er baut gerade eine zweite Armee auf. Er hat ein paar Ushabti, ein paar neokrassische Kriege und Nekropolenritter. Eigentlich ist es nicht so richtig viel, was er da hat. Ich könnte sogar Beschützer von Montfort, Giftplänkler, gerade rekrutieren. Greifen wir sofort an. So können wir regenerieren, aber wir regenerieren viel langsamer, als er Truppen rekrutieren kann. Er hat schon einen General. Und ein zweiter ist ebenfalls dabei. Wir müssen eigentlich so schnell wie möglich da rein. Und das tun wir auch. Wir geben Geschossresistenz für... Also die Questritter werden ideal sein, die Ushabti zu zerlegen. Die machen mit 23 Nahkampfangriff, ist es denen völlig egal, die treffen gar nichts. Nekrassische Krieger sind eh nicht so richtig wie starke Nekropolenritter, machen mir ein bisschen Angst. Geben wir Geschossresistenz auf... Geben wir es mal... Den Knappen, oder? Geben wir es mal hier mal den... Ja. Den Landsknechten. Sollen wir erstmal belagern oder greifen wir direkt an? Wir greifen direkt an. Alles andere ergibt keinen Sinn. Wir müssen rein, wir müssen rein. Wir haben 20% physische Resistenz. Sogar 25% vermutlich. Also los geht's. Der schwarze Turm des Arkan. General Sheetal Grievous hat geschrieben, ich finde alle Kampagnen sehr interessant, da ich leider nur eine Stimme habe. Stimmt für Snicks? Ja, gut. Ja. Skaven, yes, yes. Tötet. Totdinger. Ja, da hört man die Skaven-Stimme. Die ist natürlich toll. Manche verstört sie, da bekomme ich auch immer wieder Kommentare dazu. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Ja, schade eigentlich, dass hier... relativ viele Seiten von uns eigentlich gleichzeitig angegriffen werden müssen, damit es funktioniert. Das sind, glaube ich, wo sind unsere Leute mit besonders viel hier? Die Landsknechte. 15% Geschossresistenz, nochmal extra auf ihr 50% Schild. Plus nochmal 25%, die sind ja fast unsterblich gegenüber Fernkampfbeschuss. Das ist sehr gut. Also die kommen ganz nach vorne. Beziehungsweise, vielleicht packen wir lieber die hier nach vorne, es sind ja kaum noch welche da. So, unsere Knappen werden sehr, sehr gut darin sein, gegnerische Infanterie zu zerlegen, die müssen wir schützen. Habe ich irgendwo ein Wäldchen, um mich zu verstecken? Die Antwort lautet leider nein. Aber okay, kann man nichts machen. Dann schießen wir so gut und so schnell es geht auf die gegnerischen Truppen auf der Mauer. Unsere Fernkämpfer stehen bereit. Landsknechte ebenfalls. Vielleicht kann ich ein Regiment irgendwo anders hinstellen. Zum Beispiel dieses ganz schwache Landsknechte-Regiment. Kann irgendwo nach rechts hin. Und vielleicht ein gegnerisches Regiment oder zwei aufhalten. Das wäre gar nicht schlecht. Dann sind die nämlich nicht im Kampf beteiligt. Unsere Helden können sofort vor das Tor einreißen. Ja, die können auch irgendwo hier hin. Packen wir haben vielleicht zwei von denen da rein. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Also es wird bestimmt nicht extrem einfach. Das garantiert nicht. Wir versuchen, dass nur ein Turm hier auf der Seite auf uns schießt. Ne, beziehungsweise zwei, weniger als zwei Türme wird es nicht. So. Okay,
Okay, komm, die Landsknechte kommen nach vorne. Die sind ja extrem gut gegen Beschuss ausgelegt. Und der Rest kommt hinterher. Gut. Ihr kommt auch noch ganz nach rechts. Versteckt euch hier. Damit ihr nicht von dem Turm da hinten getroffen werdet. Und los geht's. Haben wir eine klassische Krieger? Ja. Hier können wir weiter vorgehen. Ihr greift den gegnerischen Turm an. Ihr geht hier hoch. Landsknechte, von mir aus erstmal auf die nähekrassischen Krieger. Los, los, los. Okay, auf der anderen Seite der Karte geht's schon weiter. Hier stürmen wir hoch. Rauf. Rauf. Werden leider ein bisschen beschossen, aber könnte schlimmer sein, um ehrlich zu sein. Könnte sehr viel schlimmer sein. Bin eigentlich ganz zufrieden. So, drauf. 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 Und drauf. Die ersten nähekrassischen Kriege sind schon schwer beschädigt. Kommen wir noch ein paar Schritte weiter vor, um weiter zu schießen. Um genauer zu schießen. Und los. Vernichtet sie. Auf der einen Seite sind wir bereits durchgebrochen. Wie sieht es mit dem Tor aus? Torschaden 17%. Ja, die Bretonen stehen an der Türe. Okay, die nähekrassischen Kriege sind fast vernichtet. Unsere Einheiten sind jetzt da, wir schießen auf die nächsten. Feuerwechsel, Feuerwechsel. Kommt schon hoch mit euch, ihr Knappen. Das sollte eigentlich funktionieren. So, wenn wir die nähekrassischen Kriege gut ausgeschaltet haben, haben wir einen riesen Vorteil. Hier Artillerie, bitte nicht mehr weiter. Auf die Dinger schießen. Artillerie, schieß bitte hier auf die nähekrassischen Krieger im Hintergrund. So, sehr gut. Das zweite nähekrassische Kriegerregiment, auch das, das mir noch am meisten Probleme bereiten würde, ist ausgeschaltet. Die Bogenschützen schießen nicht mehr. Wir schießen dafür umso mehr. Seht euch diesen Schaden an, das ist ideal. Das ist ideal. Die schießen nicht mehr. Komm, schießen wir hier in die Skelettbogenschützen. Das ist ein Haufen. Hier können wir auch zur Unterstützung kommen. Erstes Regiment nähekrassischer Krieger ist tot. Das Tor können wir fast schon in Ruhe lassen mittlerweile. Ah, mit unseren Bogenschützen weichen wir mal kurz dem Geschosswinkel der gegnerischen Bogenschützen aus. Die können ja nicht mehr auf uns schießen, wenn wir hier an der Seite stehen. Hier ist ein gegnerischer Gruftprinz. Knappen dürfen direkt weiter. Lauft, lauft, lauft. Sehr gut. Von mir aus schießt auf die Skelettbogenschützen. Auf was anderes können wir gerade nicht mehr schießen. Hier geht vor. Kommt, kommt, kommt. Wie sieht es aus mit dem Tor des Gegners? Können ein bisschen weiter nach vorne gehen. Und die gegnerischen Monster im Zentrum bekriegen. Der Gruftprinz hält sich auch ziemlich gut, leider. Eine Salve auf dieses Skelettbogenschützen, okay. Oh nein, was ist das denn hier im Hintergrund? Ihr sollt hier nicht, ihr kämpft hier nicht. Nee, 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 das wollen wir eigentlich nicht hier, diese Art von Kampf. Aber hier,
in diese Nekropolenritter reinschießen, wäre irgendwie gut. So, die nekrassischen Krieger sind fast tot. Wie viele haben sie noch? Die sind leider auf der Flucht. Unsere Landsknechte mit Schild, die werden das nicht mehr lange machen. Und brauchen Unterstützung. Aber mit 25% physischer Resistenz halten sie sich schon noch ziemlich lange, ich gebe es zu. Zieht euch zurück. Zieht euch zurück. Oh meine Güte, das Katapult ist ja unglaublich stark. Das habe ich nicht erwartet. Wie ist mit dem Tor? Das Tor ist gleich auf. Ihr hört auf zu schießen. Unser Regiment Landsknechte leider auf der Flucht. Es ist nur 17 sind noch da. Tore des Feindes schlagen sich ausgezeichnet. Beziehungsweise die... Eine feindliche Einheit wurde erzeugt. Haut ab! Lass die Türme sich darum kümmern. Die haben wir nicht zum Spaß. Mist. Das war ziemlich unangenehm. Wie lange bleiben die noch da? Also schon fast wieder weg. Lange gehalten haben sie nicht. Okay, hier auf der Seite kommen gleich die nekrassischen Krieger auf uns zu. Die können wir dann so gut es geht zerschießen. Die sind... Ne, die haben immer noch ein bisschen Lebenszeit. Ihr haut ab. Und ihr schießt bitte jeden Moment auf die nekrassischen Krieger. Und zwar jetzt. Die haben momentan wie viele Modelle? 103. Gute Arbeit, Bogenschützen. Naja. Okay, die Schussleistung ist dann doch irgendwie gerade ein bisschen unterwältigend. Oh nein, meine Kavallerie wird beschossen. Wie ärgerlich. Geht lieber wieder ein bisschen weiter weg, dann trefft ihr besser. Olli, glaube ich. In einem höheren Bogen schießt. So, dann können wir hier erneut auf diese fiesen Nekropolenritter schießen. Ich frage mich, was er hier mit seinen nekrassischen Kriegern vorhat. Kämpfen tut er offensichtlich nicht. Er will wohl seinen Held hier retten, aber... Gut wird es nicht funktionieren. Ach komm, dann exekutieren wir eben seinen General. Hier, durch die Türe. Nekropolenritter sind schon zum großen Teil vernichtet. Und so, jetzt legt bitte mal an. Ha!
erschossen von einem Haufen Bauern. Na gut, der Schaden hält sich in Grenzen, ich geb's zu. Aber besser als nichts. Das war's mit der Munition. Das heißt, wir müssen jetzt wohl oder übel rein. Wo auch immer ihr gerade hingegangen seid. Egal, also. Dann mal los. Dann mal los, rein da. Machen wir zuerst mal die Ushabti, die mit Großbogen kaputt. Plättet die jetzt mal bitte und Reponse. Deine Gelegenheit. Ah, Reponse hat einen Bonus gegen Infanterie. Der ist ja besonders gut gegen gegnerische Gruftkönige. Wenn er zu Fuß ist. So, die Ushab, die haben wir richtig gut, richtig schnell zerlegt. Ja, wir machen lieber den Gegenangriff hier gegen die... Nein, der wollte doch nicht kämpfen. Dann lass er, dann darf er eben da bleiben. Jetzt kommt er doch wieder. Los geht's, schnappt sie euch. Ja, sie werden zerrissen. So, das war's. Auch die gegnerischen Ushab, die halten nicht mehr durch. Armee ist besiegt. Malus wurde aktiviert. Und damit zerfallen ist auch die Ushab. Und damit haben wir diese gegnerische Fraktion ausgeschaltet. GG. König Tutmokris war nicht stark genug. The lady brought us victory. The lady brought us a victory. Ausgezeichnet. Gib mir Ritterlichkeit. Ja, herzlichen Dank für die Ritterlichkeit. What's theirs is ours. True Britannia. The Lioness. The Lioness. Mehrere Siege über Gruftkönige errungen. Und der Flügelfuchreif. Mission erfolgreich. Dieses schändliche Denkmal der verdrehten, gottlosen Pläne des Magasch, der die Welt mit der unergründlichen Ketzerei der Nekromantie haben, so darf nicht länger stehen. Ein tugendhafter Breton muss Arcanis Infernalturm aus den kalten und toten Händen reißen. Endlich Reinheit, Licht und wahren Glauben in Land zurückbringen, das dem Herrn des Todes so lange gedient hat. In der Tat. In der Tat. Sehr gut. Und Henry Le Massif bekommt sogar sein nächstes Level ab. Braucht er noch mehr Rüstung oder will er ein bisschen mehr Nahkampfangriff haben? Gegen, ja, ich glaube gegen mal 15 Rüstung mehr, dann hätte er 140. Schon nicht schlecht. Nahkampfangriff mit plus 12, auch gut.
Und er hat schon Bonus gegen Groß, ist er sowieso schon unglaublich stark. Dann geben wir ihm mal ein bisschen mehr Rüstung. So, der gehört uns. Schwarze Turm des Arkan. Stell, wir haben Gralsritter hier als Garnison. Nicht schlecht. Eine Gralskapelle ist ebenfalls schon da. Was können wir hier sonst so Nettes bauen? Schmiedehaus, die einfachen Mauern brauchen wir auf jeden Fall. Ein Keller. Einkommen aus Industrie. Das heißt, wir können ein Weberhaus machen und den ganzen Kram. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bel Aliat wird damit auch öffentlichmäßig verbessert. Wir könnten außerdem die Goldmine ausbauen für 900 Einkommen pro Zug aus ausgezeichnet. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt erstmal ein oder zwei Züge regenerieren. Wir können zwei weitere Bauernregimenter rekrutieren und sogar eine Gralsreliquie bauen. Die ist vielleicht gar nicht schlecht. Oder? Bin mir noch nicht so ganz sicher. So ein paar Bauernbogenschützen mit Gift wären auf jeden Fall super. Ein Regiment. Das können wir uns leisten. Und Gralspilger. Endlich haben wir Gralspilger. Sind Gralspilger auch Bauern? Vermutlich. Ja, die sind auch Bauern. Schade eigentlich. So, hier gab es eine Rebellion. Die wurde vernichtet von... keine Ahnung, irgendeinen Zwergen, so wie es aussieht. Das heißt, wir haben hier noch Tiermenschen. Ungor-Plünderer, Minotauren. Die Zandri-Garnison ist allerdings relativ stark. Die ist relativ stark. Also Zandri müsste eigentlich halten. Und wenn Gotching und Felix noch unterstützen, soll es eigentlich noch viel, viel besser gehen. Ich glaube, so ein Regiment Gralspilger. Also taugen die richtig was? Taugen die was? Von Bretonia, Forza Lady. 37 Nahkampfangriff, 31 Abwehr. Ist eigentlich nicht schlecht. Gerade gegen die ganzen Gruftkönig-Infanterie, vor allem mit ihrer physischen Resistenz, können wir mal ein Regiment mitnehmen. Gut. Sehr, sehr gut. Hier können wir ausbauen. Wie sieht es jetzt mit dem Handel aus? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber hier Gold wollen wir auf jeden Fall ausbauen. Außerdem haben wir sofort das verbesserte Wachhaus. Her damit. Und dann werden wir im nächsten Zug zurückgehen. Und die Tiermenschen müssen dann auch besiegt werden. Vielleicht gehen wir jetzt schon ein paar Schritte vor, damit wir direkt im nächsten Zug, wenn die Tiermenschen unausweichlich beginnen, Zandri zu belagern, damit wir was gegen sie tun können. Das heißt, sie müssen ungefähr so weit gehen. Ich meine, ich brauche sie gar nicht in Garnisonstellung packen. Ich kann sie nur hier hin packen. Das müsste reichen. Gut. Gut. Und damit spiele ich meine Fallenkarte verdeckt und beende diesen Zug. Camry plündert ebenfalls eklig weiter. Keine Ahnung, was Untote sowieso plündern wollen, aber sie tun es. Ja, und Zandri wird belagert. Nein, es wird nicht belagert. Es ist nur... sie haben sich nur daneben gestellt. Hier werden wir belagert, da werden wir geplündert. Kann ich die angreifen? Die Antwort lautet nein, weil sie zu weit weg sind. Egal. Ich hoffe, euch hat diese Runde Bretonien Réponse de Lyonnaise Kampagne gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen mit den Chevaliers de Lyonnaise. Und wie gesagt, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, schaut beim Moga oder dem Humble Bundle vorbei. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.